Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, oder sagen wir in der ersten Woche hatte ich Ihnen ja ein Beispiel gegeben, einmal für eine Analyse eines Algorithmus. Da haben wir uns relativ genau angeguckt, den Insertion Sort als relativ einfachen Sortieralgorithmus. Dann hatte ich Ihnen in der zweiten Stunde, sprich am letzten Donnerstag, da haben wir uns mit Algorithmenentwurfstechniken bzw. einer Technik auseinandergesetzt, und zwar das Divide-and-Conquer-Prinzip. Und das war aber eigentlich nur so, ja, sag ich mal, um in das Thema so ein bisschen reinzukommen, was wir im Laufe dieses Semesters machen wollen. Ich möchte heute ganz gerne mit Ihnen das Thema Algorithmenanalyse ja so ein bisschen mit weiteren Begriffen unterfüttern. Sprich, ich möchte, sage ich mal, so das gängige Handwerkszeug vorstellen, wie man Algorithmen von ihrer Komplexität her, also von ihrem Aufwand her beschreibt. Da hatte ich Ihnen schon angedroht, wir führen sowas ein wie so diese Groß-O-Notation. Das gucken wir uns heute an, was das eigentlich ist. Und mal gucken, wie weit wir da kommen oder wie schnell wir da kommen, was nämlich noch offen ist. Ich hatte ja beim letzten Mal aufgehört, glaube ich, mit einem Vergleich von Insertion Sort und Merge Sort. Da hatten wir dann als letzte Folie so eine Tabelle gehabt, die uns in Abhängigkeit der Eingabegröße verschiedene Laufzeiten für unterschiedliche Komplexitätsklassen wiedergibt. Das machen wir heute ein bisschen weiter und anfangen tun wir nochmal mit so ein bisschen, ja, mit so einigen Grundlagen zum Thema Algorithmenanalyse. Was machen wir da überhaupt? Analyzing algorithms involves thinking about how their resource requirements, the amount of time and space they use, will scale with increasing input size. In Deutsch, wir möchten uns halt angucken, wie das Laufzeitverhalten und das Speicherplatz oder der Speicherplatzverbrauch sich verhält, wenn ich halt die Eingabegröße variiere. Ja, da hatten wir ja beim letzten Mal auch schon gesehen, da hatte ich ja diese Tabelle aufgelegt mit 10, 100 Elementen, 1000 Elementen, 1 Million Elementen, was da für Laufzeiten entstehen, wenn ich da beispielsweise eine n-Quadrat-Laufzeit habe oder eine n-log-n-Laufzeit. So, das ist sozusagen der Kontext, in dem wir uns bewegen. Ja, und primär guckt man sich schon die Laufzeit an. Das ist eigentlich irgendwie so ein wesentliches Beurteilungskriterium für Algorithmen. Ich hatte, glaube ich, schon ein paar Mal den Begriff der Effizienz verwendet. Effizienter Algorithmus. Und jetzt im Hinblick hier auf diese beiden Begriffe, also Laufzeit und Speicherplatzverbrauch, was könnte das wohl heißen, wenn ich einen effizienten Algorithmus haben möchte oder wenn ich die Begrifflichkeit eines effizienten Algorithmus verwende? Ich schlage einfach mal eine Definition vor. Mal gucken, was Sie davon halten. Effizienz, Versuch einer Definition. Ein Algorithmus ist effizient, wenn er, ja, wenn er implementiert ist, dass er sehr schnell bei realen Eingabeinstanzen läuft. Was halten Sie davon? Also ich möchte Ihre Aufmerksamkeit mal so ein bisschen lenken, und zwar einmal auf die Implementierung, ja, und eigentlich auf das hier, Real Input Instances. Ich würde nicht so fragen, wenn ich nicht so ein paar Schwächen da sehen würde. Das geht so ein bisschen in Richtung der Stoppuhr, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Ne? Ist das irgendwie ein effizienter Algorithmus, wenn ich ihn halt zur Ausführung bringe, mich mit der Stoppuhr daneben stelle und dann die Zeit messe? Also was hier sicherlich zu untersuchen wäre, wäre, auf welchen Maschinen das Ganze implementiert ist. Ja, ist das irgendwie, weil das hängt ja irgendwie mit der Laufzeit zusammen. Ja, ob ich jetzt irgendwie so einen Supercomputer nehme oder hier so einen ausgedienten PC, das spielt sicherlich eine Rolle. Dann haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen, da habe ich ja dieses abschreckende dieses Beispiel von dieser abgestürzten Ariane 5 Rakete aufgeführt. Es gibt halt gute und schlechte Implementationen. Ja, und Sie können auch den allerbesten Algorithmus fürchterlich schlecht implementieren. Ja, das heißt, die Frage, wie gut ist die Implementierung oder die Implementation, hat also irgendwie maßgeblichen Einfluss quasi auf die Effizienz des Algorithmus. Und ganz am Anfang, glaube ich, in der allerersten Stunde, habe ich immer den Begriff der Idee eines Algorithmus oder die Idee hinter einem Algorithmus verwendet. Das sollte sicherlich nichts zu tun haben mit irgendeiner spezifischen Implementierung. Ja, das heißt, auch sehr, sehr gute Algorithmen können sehr, sehr schlecht implementiert sein. Und das macht sich dann natürlich auch in der Laufzeit oder im Speicherplatzverbrauch bemerkbar. Und die Frage ist natürlich, was sind denn real oder echte Instanzen unserer Eingabe oder Probleminstanzen? In der Regel wird die unendlich groß sein. Und ich werde niemals alle möglichen Eingabeinstanzen überprüfen können.
Das heißt, ich muss mir dann schon überlegen, welche sind denn wirklich die in der Praxis vorkommenden Instanzen? Ich schreibe das einfach mal, welche sind die relevanten Instanzen? Und was wir hier auch nicht drin haben, quasi die Abhängigkeit von der Größe der Eingabe. Ja, also das sind alles irgendwie Punkte, da könnten wir so ein bisschen dran rummäkeln, wenn ich mir diese Definition hier anschaue. Also was ich gerne hätte, wünschenswert wäre eigentlich zumindest eine plattformunabhängige Formulierung dieses Begriffes und natürlich auch unabhängig von speziellen Probleminstanzen. Also einmal Maschinen- oder plattformunabhängig und unabhängig von speziellen Probleminstanzen. Wenn wir so einen Algorithmus analysieren, da hatten wir beim letzten Mal, sind wir da auch schon drauf eingegangen, dass es natürlich unterschiedliche Probleminstanzen gibt. Wir hatten bei dem Insertion Sort, hatten wir uns überlegt, wann verhält sich der Algorithmus wohl besonders gut? Das war nämlich genau dann der Fall, wenn die Eingabe bereits aufsteigend sortiert ist. Ja, also wir hatten irgendwie so den Fall, dass der besonders schnell ist. Und es gibt natürlich auch Beispiele, wo sich das besonders schlecht verhält, der Algorithmus. Das war bei dem Insertion Sort genau dann der Fall, wenn die Eingabefolge genau umgekehrt sortiert ist. Ja, da hatten wir, ja im Prinzip zwei Schleifen, einmal diese äußere For-Schleife, dann diese innere While-Schleife. Ja, und jedes Mal, wenn er sozusagen vollständig durch diese innere While-Schleife läuft, dann haben wir den Worst Case. So haben wir das dann genannt. Das ist sozusagen das hier, wenn ich hier quasi Problemgröße habe. Hier die Anzahl der Schritte. Dann hat man das irgendwie genannt Worst Case. Das hier unten war Best Case. Und da ist ja auch von, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber irgendjemand hatte gesagt, ja, vielleicht wäre es ja auch ganz erstrebenswert, irgendwie so einen Mittelweg hier zu nehmen. Na, also irgendwie so, ich gucke mir quasi alle Möglichkeiten, alle Eingabemöglichkeiten an, ja, und versuche das Ganze zu mitteln, dann hätten wir irgendwie sowas wie Average Case. Ja, und wenn man das mal so in Formeln gießt, dann kommt da in etwa das raus. Also wenn wir mit T von N die Laufzeit eines Algorithmus bezeichnen, wobei N die Eingabegröße ist, typischerweise eine natürliche Zahl, dann müssen wir eigentlich diese drei Fälle betrachten. Einmal den Worst Case, das heißt, wir gucken uns, I ist hier die Menge aller möglichen Eingaben, ja, und wir gucken uns jetzt sozusagen alle möglichen Eingaben an, messen da die maximale Zahl, und das ist unser Worst Case Verhalten. Das Best Case Verhalten ist genau das Umgekehrte, das heißt, wir gucken uns alle Probleminstanzen an und wählen aus allen möglichen Laufzeiten das entsprechende Minimum. Und der mittlere Wert, ja, das ist so ein Erwartungswert, wenn ich mir mit anschaue, wieder die Laufzeiten aller möglichen Eingabefälle, das aber gewichte quasi mit der Auftrittswahrscheinlichkeit. Ja, wie wahrscheinlich ist denn genau der Fall, dass diese Probleminstanz I halt zum Tragen kommt? So, und dann hatten wir uns auch schon Gedanken gemacht, ja, warum man denn überhaupt oder welches dieser drei oder welche dieser drei Fälle denn wohl der für uns geeignetste ist? Warum ist Best Case kein guter Kandidat für den Vergleich von Algorithmen? Also man kann im Prinzip diesen Best Case eigentlich immer mit rein implementieren. Ja, wenn wir jetzt, egal welches Problem wir haben, und wir wissen so, diese Eingabe, das ist irgendwie unser Best Case, ja, da verhält sich das besonders gut, ja, dann können wir quasi immer einen Algorithmus implementieren, der sozusagen diesen Best Case immer als Spezialfall abfängt. Die einzige Zeit, die wir dann brauchen, ist eigentlich, wir müssen nur überprüfen, ob wir sozusagen diese Best-Case-Eingabe gerade vorliegt. Das kann beispielsweise bei einer Folge sein, irgendwie einmal linear durchlaufen. Also die Zeit muss ich investieren und dann kriege ich sozusagen die Lösung, aber in einem Schritt, weil die habe ich nämlich dann in irgendeiner Tabelle abgespeichert. So, und warum ist jetzt Worst-Case eine gute Idee, den zu nehmen? Also es ist eine obere Schranke für die mögliche Laufzeit. Es ist quasi eine Garantie, schlechter wird es nicht. Das heißt, der Algorithmus wird halt niemals länger benötigen als genau dieser Fall. Und bei gewissen Problemen tritt dieser Fall halt auch relativ häufig auf. Beispielsweise beim Suchen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Adresskartei. Und Sie suchen jetzt irgendeinen Eintrag in der Adresskartei. Und den haben Sie rein zufällig noch nicht gespeichert. Dann haben Sie genau den Worst Case. Ja, dann müssen Sie nämlich, eben, je nachdem, wie Sie Ihre Adresskartei aufgebaut haben, benötigen Sie maximal viele Schritte, um festzustellen, dass beispielsweise die Person, die Sie da jetzt abfragen, halt nicht in Ihrer Datei drin haben. Noch eine Bemerkung zum Average Case. A sind häufig diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder diese Auftrittswahrscheinlichkeiten der jeweiligen Fälle schwierig zu bestimmen. Und zweitens ist dieser Average Case auch häufig gar nicht besser als der Worst Case.